Das Happytown ist eine sehr, sehr bunte Plattform, auf der sich sehr, sehr viele verschiedene Bereiche der modernen Kultur kombinieren und so ein bunter Mix und Mischmasch quasi aus allem entsteht und das Ganze in einer sehr, sehr friedlichen Atmosphäre. Das Happy Town ist ein Ort, wo alle Menschen willkommen sind und einen schönen Tag genießen können. Eine Mischung aus Kunst und Performance. Das Happy Town ist für mich ein Zusammenschluss von vielen jungen Menschen, vielen jungen Künstlern, die etwas Großes auf die Beine stellen und viel bewegen können damit. Ich fahre dort Skateboard. Eine bunte Kultur und eine happy Zeit haben. Eine Plattform für junge Talente. Beim Happy Town kommen einfach Freunde zusammen und leben ihre Visionen und Talente aus, gemeinsam und entwickeln Projekte. Wir finden das ziemlich geil, wenn man nicht nur einen Kulturbereich hat, sondern sich viele verschiedene Kulturbereiche miteinander kombinieren. Deswegen haben wir im Kunstbereich zum Beispiel Street Art, aber auch Skulpturen, Performance, Body Art. Und es wird auch die Möglichkeit geben, dass die Künstler untereinander miteinander agieren und vielleicht auch noch gemeinsame Werke über die 3 Tage entstehen. direkt daneben ist der Extremsportbereich. Da haben wir eine Skateboardblase, da kannst du einfach frei fahren. Es gibt aber auch einen Skate-Contest, den ich dort veranstalte, mit ein paar Kollegen zusammen. Wirklich so ein Elektro-Skate-Contest, was aber mega geil ist. Ich glaube, das kennt man so halt nicht. Deshalb auf jeden Fall vorbeikommen. Zusammen mit dem Skateboard e.V. stellen wir dort noch Rampen auf, damit man diesen Skateboard-Bereich auch während des Contests halt nutzen kann. Musik darf natürlich auch nicht fehlen. Da haben wir in erster Linie ein elektronisches Line-up. 3 Stages. Viele zusätzliche Genres wie Goa, Trap, Techno, Dubstep. Kulinarik ist natürlich auch da. Verschiedene Foodtrucks rollen fürs Happy Town an. Da gibt es auch ein paar ausgefallene Sachen auf jeden Fall. Und dieses Jahr haben wir wieder ein richtig geiles Team dabei. Es sind zum Teil gelernte Gastronomen, es sind aber auch einfach nur Freunde, die Spaß an der Sache haben. Und diese komplette Stimmung einfach auf diesem Wagen, diese ganze Atmosphäre, auch wenn man total im Stress ist, geht man mit dem Lachen von dem Wagen runter am Ende der Schicht und weiß, was man geschafft hat, wie viele Leute man glücklich gemacht hat. Und selber man so happy ist, das macht schon Spaß. Und den Sonntag nutzen wir dann für Workshops und Vorträge, um in so einen Wissensaustausch zu kommen, sich auch so ein bisschen selber untereinander zu vernetzen und auch zu organisieren. Nachhaltigkeit wird ein immer wichtigerer Bereich und deswegen haben wir uns vorgenommen, das Happy Town nachhaltig aufzubauen. Das tun wir unter anderem dadurch, dass wir 100% Ökostrom nutzen beim Festival, aber auch bei unserer Website beispielsweise, dass wir mit Mehrwegkonzepten arbeiten an den Foodtrucks und an den Bierwegen und dass wir die Anreise so gestalten, dass wir auf öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und Bahn hinweisen und dafür eine Infrastruktur schaffen und beispielsweise wenig Parkplätze anbieten. Das Happy Town ist ein Festival für jeden. Es kommen einfach viele verschiedene Kreative zusammen, die ihre Visionen und Träume und Ideen ausleben. Und das bringt einfach verschiedene Bereiche der modernen Kultur zusammen, die wir jedem zugänglich machen wollen. So hatten wir zum Beispiel letztes Jahr, unsere jüngste Besucherin war 1 Jahr alt bis Rentner, also alles dabei. Und deswegen ist unser Festival auch eintrittfrei. Anders als letztes Jahr haben wir für euch 3 Tage Festival am Start. Das bedarf natürlich eines Campingplatzes. Und zwar haben wir für euch das Freibad in Glückstadt organisiert, wo ihr euch auf 7000 Quadratmeter Liegefläche ausbreiten könnt und je nach Bedarf abkühlen könnt. In einer Crowdfunding-Kampagne sehen wir die perfekte Möglichkeit, um A, das Happy Town zu finanzieren, gleichzeitig aber auch darauf zu verzichten, eine reine Werbeveranstaltung für andere Marken aus dem Happy Town zu machen. Gleichzeitig warten sehr, sehr geile Perks auf euch. Unter anderem zum Beispiel das Camping direkt auf dem Freibadgelände in Glückstadt, die Anreise mit einem Partyboot hin sowie zurück und noch viele, viele andere geile Perks. Also schaut da auf jeden Fall rein. An der Stelle möchten wir uns im Vorhinein auch schon mal bei allen Leuten bedanken, die finanziell die Kampagne unterstützen, aber auch an alle Leute, die sowieso lange vorher schon in der Planung sind, an viele ehrenamtliche Helfer. Wir rechnen, dass wir dieses Jahr über 150 ehrenamtliche Helfer haben werden, aber auch an viele B2B-Kontakte, die uns in verschiedenen Bereichen unterstützen und helfen. Vielen, vielen lieben Dank an alle Leute, die es unterstützen. Ohne euch wäre das Happy Town in dieser Form nicht möglich.